So, meine lieben Freunde, wir probieren jetzt was. Es kann sein, dass ich gleich total die Schnute verziehe, weil es unfassbar eklig wird. Okay. Oder es wird doch nicht ganz so schlimm. Hey, ich bin wieder da. Na, das... Das bei AI hat 2 Zuschauer. Ja, komisch. Welche könnten das sein? Weiß ich nicht. So. Hey, ich bin wieder live. Nice. Okay. Aber warum ruft der Cock ständig jemanden an, anstatt der Sache zu stellen und selber das Problem zu lösen? Hey. Weißt du, manche können es halt einfach nicht anders. Hey. So, aber dann können wir jetzt weitermachen. Das war so scheiße, dass ich direkt noch eins davon esse. Was isst du denn da? Niederländische Lakritze. Ah. So, dann legen wir mal los. So. Der Kirk versucht, den Tiger aus dem Disney-Film zu kontaktieren, um Honig von Pooh zu stehlen und den Bären zu bestechen. Offensichtlich beleidigt durch diese unangebrachte Störung seiner Ruhe geht Tiger nicht ans Telefon. Wenig überraschend, sein Plan scheitert und der alte Bär greift den Kirk anstatt geschwächt an. Was? Okay. Ja, das hat nicht geklappt. Bunny genießt richtig, so wie es aussieht, schmeckt unfassbar gut. Ja, doch. So, dem Bären einen riesigen, mit süßem Honig gefüllten Topf hinstellen, damit er freundlich wie Winnie Pooh wird. Das ist ja fast identisch. Manie stellt dem Bären einen riesigen Topf mit süßem Honig hin und zu ihrer Überraschung hat der Bär eine Veränderung der Gemütslage. Wie Winnie Pooh wird der Bär süß und sanft, sogar lächelnd, wenn das geht. Manie hat es geschafft, die Situation mit viel Weisheit und einer Tonne Honig zu überleben. Okay. Ach, du darfst nochmal ein Szenario auswählen. Okay. Scheiße. Egal, ich lasse das letzte Wort einfach weg. Hat nicht mehr gepasst. So. Beurteilen. Na? So. Manie zeigt fürs Erste, dass sie ihr unerwartete Herangehensweise hat. Statt von den Welpen wegzulaufen, kuschelt sie instantly mit ihnen und hat eine Menge Spaß. Als Ergebnis, sich auf 500 niedlichen Angreifer einzulassen, bildet sich ein neues riesiges Rudel, welches fortan zusammenhält und Manie durch dick und dünn begleitet. Was zur Hölle? Voll geil! Und nach wen ruft der Kong dieses Mal an? Ja, weiß ich nicht, wenn er wieder Hilfe braucht und nicht alleine mit der Situation klar kann. Oh. Entschuldigung, hey. Das ist so eklig, aber auch irgendwie so geil. Kennt ihr das?
Oh Gott. Decock steigt mutig auf einen Stuhl und wirft Futter auf den Boden, um die unzähligen Welpen abzulenken. Tatsächlich, der Duft des Futters lenkt ihre Aufmerksamkeit von Decock weg und sie kuscheln sich zufrieden und satt auf den Boden ein. Auf einen Haufen aus warm schlafenden Welpen befindet sich Decock glücklich und unverletzt, wartet, bis die Gefahr vorbei ist. Ha! Ey. Vier und gleich viele. Oh. Unentschieden. Weniger Zeichen zur Überlebensnutzung. Okay. Du hast gewonnen, weil... ja. Du weniger geschrieben hast. So. Wenn ihr mitmachen wollt. Ich poste den Link auch mal bei mir rein. Du hast keine Berechtigung bei mir. Ach, verdammt. Dann wird's natürlich gleich nochmal viel lustiger. Und sonst ist der Code D7NV. Ich würde aber mal eben fix auf Klo rennen. Dann passt das eigentlich ganz gut. Also, bis gleich. Bis gleich. Oh, ist das ekelhaft. Junge, Junge. Uah. Da schüttelt's mich direkt. Aber das Spiel ist schon ziemlich, ziemlich lustig. Hallo. Hallo. Ja, wollen wir starten? Ja, würde ich sagen. Oh mein Gott. Das finde ich gut. Scheiße! Ah, ich bin bei Schluck auf! Nein! Oh Gott. Noch geschafft? Nein.
Oh Gott, ich war voll bei Schluck auf am Anfang. So. Der Kork versucht, die Nasenschleimhaut zu vernähen und mit Säure zu behandeln, doch diese radikale Maßnahme bringt nur mehr Unruhe in ihren Körper. Oh nein. In einer Mischung aus Schmerz und Panik ließ sie noch einmal trotz aller Bemühungen. Oh nö. Leider erfüllt diese letzte Lisa das tödliche Dekret und der Kork wird Opfer ihrer verzweifelten Aktion. Verdammt. Manie hält sich tapfer die Nase zu und redet gleichzeitig, um den Drang zu niesen zu unterdrücken. Durch ihre schnelle Reaktion und ausgeprägter Disziplin gelingt es ihnen, den Niesreiz zu bekämpfen, ohne auch nur einmal Luft zu holen. Gefährlich, aber effektiv überwinden sie die Situation und atmen erleichtert auf, als der Drang endlich vergeht. Oh, verdammt. Yes, ich bin super! Oh, Spirit ist noch reingekommen. Ah, sehr cool! Spirit, unfassbar genial und raffiniert, erkennt die Lage und ging zu Werk. Sie programmierten die virtuelle Realität so um, dass jeder Umweltreiz, derer sie normalerweise ausgeliefert wären, deren Niesen auslösende Kapazität neutralisiert wurde. Was? Nun, in ihrer geschaffenen Welt kann Spirit frei atmen und leben, ohne sich je wieder von der tödlichen dem tödlichen Fluch des Niesens fürchten zu müssen. Hä, hey, voll geil! Oh Mann, voll gut geworden! Oh, jetzt natürlich super interessant, weil wir auch beide nicht sehen können, was für ein Szenario Spirit auswählt. Ja, und man kann ja auch noch eins selbst schreiben. Mhm. Oh, okay. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ich auch. So. Manie öffnet mit zitternden Händen das Fass und entfernt vorsichtig die Bombe. Was? Mit einem mächtigen Wurf lanciert sie die gefährliche Last durch das Fenster. In der letzten Sekunde flieht Manie zum anderen Ende des Raumes und wird von dem fernen Druck der Explosion nur leicht erschüttert, aber unverletzt. Yes! Okay. Voll gut. Genau, Yeet! Ja, Yeet! Spirit erkennt mit scharfen Augen, dass die Bombe raffiniert konstruiert ist, jedoch keinen Explosionsstoff beinhaltet. Als der Countdown endet, passiert tatsächlich nichts, da die Bombe harmlos ist. Sie feiern ihren Ausverhandlungssieg und bleiben unverletzt. Okay. Das ist aber auch echt gut geschrieben. Ja. So. Der Kork beweist schnelle Auffassungsgabe und Kaltblütigkeit, als sie die Bombenart schnell bestimmt und einen Guide auf YouTube aufruft. Schraube nach Schraube, Kabel nach Kabel, sie folgen dem Guide so genau wie möglich.
Nach einer spannenden Minute knackt die letzte Verbindung und die Bombe tickt nicht mehr. Ihre Entschärfung war ein Erfolg. Ha. Voll geil. So. Hm. Oh, ich bin gespannt, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, ich bin tot. Ich glaube, bei mir auch. Weil das, was ich geschrieben habe, habe ich tatsächlich mal in einem Albtraum getan. Oh mein Gott. Ja. Ich habe auch was Bekanntes geschrieben. So. Decock, inspiriert von der Tapferkeit von Luigi, greift mit einem speziellen Staubsauger an. Sie saugen den Geist erfolgreich auf und seine Pläne, sie zu gefährden, sind vorüber. Nachdem sie den Geist für eine beachtliche Münzsumme verkauft haben, feiert Decock ihren Sieg und plant bereits das nächste Abenteuer. Auch cool. Luigi's Mansion. So. Was versucht denn Manie? Ich frage den Geist, was er davon halten würde, wenn ich ihn das antun würde, was er mit mir machen will, wodurch er sein Handeln überdenkt. Guten Abend, Zuschauer. Wir spielen Death by AI, wo man die AI überzeugen muss, dass man nicht sterben kann bei ausgewählten Szenarien. Ja. Manie stellt sich dem Geist tapfer, indem sie ihn auf seine Absichten anspricht. Der Geist, überrascht von Manies Direktheit, scheint für einen Moment zu zögern. In diesem Moment der Unsicherheit entscheidet der Geist, sie in Ruhe zu lassen und die Verfolgung aufzugeben. Genau so war es in meinem Traum! Nur, dass der Vampir angefangen hat zu weinen. Einkaufen in Aldi für 500 Euro ohne extra Artikel, nur Lebensmittel und ohne Einkaufswagen. Alter, ist das ein fieses... Da ich selbst ein Geist bin, werden wir mit dem anderen Geist Freunde und er will mich nicht mehr tot sehen. Wow. Spirit, da sie selbst ein Geist sind, versucht mit dem anderen Geist Kontakt herzustellen, es zu einer friedlichen Begegnung zwischen ihnen beiden zu machen. Der Plan funktioniert auf wunderbare Weise und bald teilen sie die Erinnerungen und Erfahrungen aus ihrem Dasein als Geister. Von nun an sehen sie die beiden Geister eher als Verbündete an, anstatt einander Feindseligkeit zukommen zu lassen, wodurch Spirit das Szenario überlebt. Ach. War so gut. Ja. Du bist allergisch gegen Lachen. Wow. Ja.
Ich besuche das Finanzamt und versuche meine Jahressteuer zurückzubekommen. Ja. Die letzten 10 Jahre, okay. Boah, das ist so, das darfst du eigentlich keinem zeigen, was ich geschrieben habe. Du darfst es wirklich keinem zeigen. Wir sind gerade live. Ja, ich weiß. So. Gut, ich fange nicht an. Spirit versucht Lachenallergie, verursacht Traurigkeit, dadurch will ich nicht lachen. Oh. Spirit entscheidet sich, ihre Lachallergie zu meistern, indem sie traurige Filme schaut, um Tränen zu provozieren, anstatt durch Lachen. Trotz der unerwarteten Situation zeigt sich diese Taktik als durchaus effektiv, indem sie verhindern, dass Spirit unkontrolliert lacht. Dadurch gelingt es Spirit, in einer Welt voller Komödien und Spaß zu überleben. Ja, aber gut. So. Was für eine Schandtat hast du? Ich stelle mir vor, wie mein geliebtes Haustier stirbt, sobald ich den Drang zu lachen verspüre und kann das Lachen somit unterdrücken. Nicht so lieb, Mädchen. In einer Gesellschaft, wo das Lachen gefeiert wird, stellt Manie sich die erschwerende Aufgabe, ihre allergische Reaktion zu kontrollieren. Sobald das Gelächter um sie herum ansteckend wird, denkt sie an traurige Momente, insbesondere an den Verlust ihres geliebten Haustieres. Das Vorstellen solcher traurigen Ereignisse wirkt wie ein Wundertanke-Technik. Und Manny unterdrückt erfolgreich ihr Lachen, blieb somit am Leben. Wow. Ja, es war voll traurig, was ich geschrieben habe. So, ich lasse mich... Willst du auch mal sprechen? Ja. Bau rein machen. Allen nehme ich die Ohren weg, wenn du da Bau rein machst. Ich dachte, du hast einen Limiter. Nein, ja, doch, ja. Ich lasse mir das Zwerchfell entnehmen, wodurch ein Lachen nicht mehr möglich ist. Durch künstliche Beatmung bleibe ich am Leben. Oh, wow. Hallo, Peanut. Hallo, Peanut. Ei, ei. Das habe ich mir auch gedacht. Decock entscheidet sich, ein extrem drastisches Vorgehen zu riskieren und lässt sich das Zwerchfell entnehmen, um einen Lachanfall zuvorzukommen. Trotz der schmerzhaften Genesungsphase ist die Operation ein Erfolg und sichert Decock eine Lachluft bis auf eine komische Grimasse, wenn es um Humor geht. Mit künstlicher Beatmung bleibt Decock am Leben, was ihn einen ungewöhnlichen, aber dafür lebenswerten Deal sichert. Nie wieder Lach gegen Überleben. Ja. Oh, das ist so gut, dieses Spiel. Oh ja. Du bist auf einem sinkenden Schiff gestrandet. Was? Gestrandet. Ja. Thank you.
Oh, kennt ihr das, wenn man einen Mückenstich am Fuß hat? Oh ja. Oh, so eklig. Ich lade meine Sauerstoffflasche auf und versuche aufzutauchen. Ticket für die Titanic, schlechte Idee. Wow. Na, der kam nicht gut. Ja, die Titanic auch nicht. Nee. Dein Schicksal wurde besiegelt. Oh, ja. Ich rufe mir alle Überlebenstaktiken aus den letzten Survival-Spielen, die ich gespielt habe, wieder in Erinnerung und baue mir ein Floß. Der Cock erinnert sich an alle Überlebenstaktiken der letzten Survival-Spiele, die sie gespielt hat, und beginnt verzweifelt ein Floß aus an Bord befindlichen Materialien zu bauen. Mit wachen Sinnen und unermüdlicher Hingabe schaffen sie es, ein stabiles Floß zu konstruieren, das sie schließlich in Sicherheit bringt. Nach Stunden der Qual erreicht Cock endlich das Ufer, überwältigt von Freude und erleichtert, eine weitere Herausforderung meistergemacht zu haben. So, was versucht man nie? Oh Gott, mein Freund Flipper, der Delfin, kommt vorbei und schwimmt mit mir ans ein Ufer. Als das Schiff begann zu sinken, nutzt Manni ihre Fässerverbindung zur Meerwelt und rief ihren Freund Flipper, den Delfin. Flipper erschien schlagartig und Manni klettert auf ihren Rücken und gemeinsam schwammen sie durch die wellengeschlagene Ozeanfluten. Ein sicheres Ufer erreichte sie, als die Sonne unterging, und Manni feiert ihr wunderbares Überleben. Ah, oh, das ist voll romantisch. Manni konsumiert Drogen und ruft Flipper. Was schaue ich mir hier an? Ich glaube, ich habe gerade meinen Blitzer falsch bezahlt. Ist das gut? Oh, Kacke. Da das Schiff direkt am Ufer steht, kann es nicht tief sinken und somit bleibt alles am Leben. Spirit erkennt, dass das Schiff direkt am Ufer lehnt, nutzt ihre Geistesgegenwart und schwappt mit aller Macht gegen die schräg geneigte Bordwand, okay. Mit einem lauten Platschen landet sie im nahegelegenen flachen Wasser, zerrt an den Stricken und hilft dabei, die restlichen Passagiere, wo kommt die jetzt her, in Sicherheit zu bringen. Dank ihres Mutes und schnellen Denken bleiben alle am Leben und die Passagiere feiern ihren Helden, denn der Tod war ihnen von nahem entkommen. Ah. Glückwunsch. So. Ah, so gut. Noch eine Runde oder? Ja, doch, eine Runde geht noch und dann mache ich, glaube ich, auch Feierabend für heute, weil ich muss noch mit dem Hund gehen und alles. So, dann nochmal. Mit dem Link könnt ihr mitspielen, wenn ihr wollt. Du hast immer noch keine Rechte. Ja, ich weiß. Aber so gut. Warten wir mal so 3 Minütchen und dann. Okay. Ich bin raus, muss leider weg. Alles klar, schön, dass du dabei warst und schön, dass du mitgespielt hast. Es war sehr unterhaltsam. Oh ja. Nee, danke, ich bin nur chatkreativ. Okay. Ah, Hilfe! Ah, super, super. Okay, ich glaube, wir können auch starten, weil ich glaube, mehr Zuschauer sind gar nicht da. Okay. Und dir noch einen schönen Abend. Ich glaube, das hat er einfach nicht richtig angezeigt. Der hat ja eben auch nicht angezeigt, dass du gejoint bist.
Ja, gehe ich auch von aus. Ja, ich hoffe, ich raff das Game. Ach, du musst nur eine Überlebensstrategie eintippen und das war's. Versuchst du dir gerade selber was auszudenken? Ja. Oh, das wird ganz furchtbar werden. Oh Gott, das wird ganz furchtbar. Was? Okay, Zuschauer, du hättest mitmachen können. Ich werfe meine Socken in das Bett und wundere mich über die toten Haie. Oh, das wäre so gut. Du hättest echt mitmachen sollen, Zuschauer. So. So, was versucht man nie? Da die Haie kurz vorher gefüttert wurden, zeigen sie kein Interesse an mir. Manie eingehend in die gefährlichen Illusionen, dass das Haibecken ihr Bett sei, bleibt ruhig und still, da die Haie kurz vorher gefüttert wurden. Zunächst sieht es beängstigend aus, aber zu ihrer Überraschung zeigen die Haie tatsächlich kein Interesse an Manie und lassen sie unberührt. Und Peanut? Ich versuche mich mit den Haien anzufreunden und eine Pyjama-Party zu machen und sie dann im Schlaf abzustellen. Was zur Hölle? Peanut entscheidet, dass die beste Strategie, die Drogenwirkung auszunutzen und versucht, sich mit den Haien anzufreunden. Sie entspannen in dem, was sie für ihr Bett hält und lädt die Haie zu einer Pyjama-Party ein, nur um schließlich in einem unerwarteten und drauf tragischen Wendefrei zu sterben, als die Haie ihre Einladung auf ihre Weise akzeptieren. Oh shoot, you're so dead. Ja, tja, nicht überlebt. So. Ich glaube, ich habe es falsch geschrieben. Ich nehme Kokain, um die anderen Drogen schneller abzubauen, damit ich nicht im Haibecken schlafen gehe. Tikok denkt, dass die Einnahme von Kokain die anderen Drogen schneller abbauen wird und somit sicherstellt, dass sie nicht im Haibecken schlafen geht. Doch leider hat sie nicht bedacht, dass Kokain ebenso gefährlich und Sucht verursachen ist, wie die Substanzen, die sie abzubauen sucht. So wachen sie auf mit noch mehr Drogen im System und dem Haibecken, als ihr neues fälschlicherweise als angenehmes Bett wahrnehmen. Verdammt. Tja, da hast nur du überlebt. So, ich versuche auch mal was selber zu schreiben. Scheiße, ich hatte eben irgendwas. Okay, ich klicke erstmal nochmal die anderen Szenarien durch, weil mir fällt gerade wieder nichts ein. Nehmen wir das.
Oh, deine Bremsen versagen an einem steilen Hügel. Du besuchst ein Wolfsrudel mit einem Schafschenkel an der Leine und bittest die Freundschaft an. Oh, das ist gut. Okay, ich lege einen Gang ein und bestätige die Handbremse. Ja, das wäre... Betätige, nicht bestätige. Oh, bitte, ja. Ich schalte bei voller Fahrt in den Rückwärtsgang und halte das Lenkrad fest. Oh Gott. Ja. Das war's dann auch mit. Ich wollte gerade sagen, das war's dann mit dem Getriebe. Peanut schaltet in halsbrecherischem Tempo in den Rückwärtsgang, hofft, dass dieser abrupte Wandel der rasanten Abstieg stoppen könnte. Doch ihre Karosserie war nicht auf solche extreme Bedingungen vorbereitet und die Reifen verlieren halt auf dem Subsystem des Hügels. Lassen rückwärts in einen schier endlosen Salto springen. Leider stellt sich die Folge dieser Aktion als tödlich heraus und Peanut erlebt nicht, wie die Sonne den nächsten Tag erleuchtet. Ist das übel. Wasted. So. Da ich gerade erst ein paar Meter den Hügeln hinaufgefahren bin, lasse ich mich einfach zurückrollen und komme zum Stehen. Er hat nicht gesagt, dass man runterfährt. Man kann auch hochfahren. Mani bemerkt das Scheitern der Bremsen, handelt mit beeindruckender Ruhe. Sie lassen das Fahrzeug einfach zurückrollen, wenn sie bemerken, dass sie nur einen kurzen Abstand hinaufgefahren sind. Dank ihrer schnellen Denkfähigkeit und Erfahrung gelingt es ihnen, das Auto sicher zum Stehen zu bringen, bevor es Gefahr lief, außer Kontrolle zu geraten. Okay. Meinst du es wieder grenzbescheuert? Da ich ein Auto wie Fred Feuerstein fahre, drücke ich meine Schuhe in den Asphalt, um anzuhalten. In einer bemerkenswerten Szene setzt Decock ihre Füße in einen Fred Feuerstein-Manier auf den Asphalt, als sie feststellt, dass ihre Bremsen an einem steilen Hügel versagen. Mit übernatürlicher Kraft pressen sie ihre Schuhe in den Boden, was tatsächlich eine Art von Gipsstütze schafft, die das Auto zum Abschließen down zwingt. Was? Okay, Decock entkommt knapp dem Tod und lacht über seinen unkonventionellen, aber erfolgreichen Überlebensversuch. Voll gut. Yay. So, jetzt bin ich gespannt. Oh ja, ich auch. Das Ding ist, bei Peanut kann halt wirklich was ganz, ganz Grausames rauskommen. Das und grausam meine ich nicht im Sinne von grausam, sondern im Sinne von grausam für uns, da irgendwie lebend rauszukommen. Okay. Ah, du wirst ja, das hatten wir eben. Dann nehme ich mal was anderes als eben. Ja. Boah. Ich hoffe auf den Wecker und verspreche, nie wieder Alkohol zu konsumieren.
So, Manie versucht, da die Welpen nur mit Kuschelattacken angreifen, habe ich nichts zu befürchten. Manie stellt fest, dass die 500 Welpen tatsächlich nur mit Kuschelattacken vorhatten, ihn zu angreifen. Mit einem Lachen in der Stimme und einem weichen Herzen genoss Manny diesen besonderen Angriff, der mehr wie eine riesige Willkommensparty auszusehen schien. Dank seiner ruhigen Haltung und der harmlosen Attacken der Welpen überlebt Manny diese seltsame Situation und wurde zum Helden der Welpenhorde. Okay. Zu Tode kuscheln, ja, aber das ist ja schön. So, ich spiele mit dem Welpen und gebe ihnen Leckerlis. Peanut versucht die Situation zu entschärfen, indem sie mit den Welpen spielt und ihnen Leckerlis gibt. Die Welpen, anfangs wild und aufbrausend, beruhigen sich schnell und umlagern Peanut in friedlicher Harmonie. Sie berichten von ihrem Hunger und Peanuts Gnade retten sie und sich selbst von einer gefährlichen Situation. Okay, dann werde ich wahrscheinlich sterben. Ich verbarrikadiere mich im Kleiderschrank und hoffe darauf, dass die Welpen sich gegenseitig zerfleischen. De Kock beschließt, sich im Kleiderschrank zu verbarrikadieren und lässt die Situation draußen auf sich einwirken. Doch leider die Horde von 500 Welpen findet ihren Weg bis zur Klinke des Schranks und kehrt sie um sie anzugreifen, wo sie auch immer sind. In ihrer Freude finden die Welpen schnell zu Dekok und Dekoks Versteck und wissen der Ignorität ihrer Taktik durch unverhältnismäßiger Zärtlichkeit ein Ende. Die fragt man sich, Retrievierte tötet haben könnte? Was? Was? Was zur Hölle? Ich bin aber gestorben, okay. Das war... Oh. Ja, ich wurde zu Tode anscheinend gekuschelt, das glaube ich wirklich. Wo ich gerade die Aussage von Spirit sehe. Ja. Ich baue ein Iglo und werfe den Grill an. Okay. Ich baue mir ein Iglo und warte den Schneesturm ab und mache mir einen leckeren Kaffee. Okay. Peanut zeigte erstaunliche Fähigkeiten und baut sich ein schlichtes Iglo. Mit einem Herzen und um Willen stellt sie eine kleine Kaffeemaschine zusammen und genoss ihren Kaffee, während der Schnee gegen die Wände ihres Eishauses prasselt. Als der Schneesturm endlich vorbei war, fand Peanut sich lebendig, warm und überaus zufrieden mit ihrer Situation, wieder bereit für neue Abenteuer. Okay, sowas ja, versucht man nie. Ich glaube, wir haben alle was Ähnliches. Iglo bauen und den Sturm sicher abwarten. Manny baut mit schlauen Händen aus Schnee und Eis ein befestigtes Iglo, um sich vor dem entsetzlichen Schneesturm in Sicherheit zu bringen. Als der Sturm erreicht seinen Höhepunkt, lächelt Manny zufrieden in ihrem selbst erschaffenen Schlupfwinkel mit dem Wissen, dass sie der kühlen Wildnis getrotzt habe. Sobald der Sturm nachlässt, spazieren sie unverletzt aus ihrem selbstgemachten Iglo heraus, um ihren Weg fortzusetzen. Selfgemachten. Selfmade. So, ja.
Da ich The Long Dark gespielt habe, weiß ich, dass ich mir schnell ein Feuer machen muss, um zu überleben. So, ich werde wahrscheinlich jetzt sterben, weil ich selbst verbrenne. Oder der Sturm das Feuer auspustet. Ja, genau. Inspiriert von ihren Erfahrungen mit dem Spiel The Long Dark handelt schnell und entfacht ein Feuer, um sich vor der eisigen Kälte des Schneesturms zu schützen. Sie nutzen ihr Wissen, um Brennmaterialien zu sammeln und ein warmes Zelt aufzubauen, während der Sturm draußen tobt. Dank ihrer Fähigkeiten und Entschlossenheit überlebt die Cock die Nacht und findet am nächsten Morgen den Weg zurück zur Sicherheit. Nice. Oh, das kann jetzt nur böse werden. Sie sind im Film Alien gefangen, nur diesmal ist es echt. Der Länge nach zu urteilen, fühlt sich das auch sehr nach einem selbstgeschriebenen Szenario an. Ja, das finde ich gut. Oh, du wachst im Reaktor von Tschernobyl auf. Boah, keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich mache nichts und blicke in eine strahlende Zukunft. Aua. Das ist einfach so gut. Warum spielst du nicht mit, Zuschauer? Das wäre so lustig. Oh, ich glaube, meins ist dumm. Meins ist auch dumm. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Ich glaube, ich weiß noch nicht mal, ob... Ja. Wie bei Stalker suche ich mir eine Anomalie, um deren Fähigkeiten zu nutzen, um zu entkommen. Der Cock sucht in den ruinierten Hallen von Tschernobyl nach einer Anomalie. Je riskanter der Pfad, desto mutiger sie werden. Doch in ihrem Eifer übersieht der Cock die warnenden Strahlungsanomalien und stolpert über einen Fehltritt in ein unbekanntes, aber tödliches Feld, umgeben von der Glut des Reaktors, verdammt. Ihre Geschichte endet zwischen den beschädigten Wänden des Kernkraftwerks, ein weiteres unglückliches Opfer der unbeugsamen Natur Tschernobyls. Oh. Das ist überhaupt nicht schlimm, Peanut. Ach, ich als Legastheniker kann das voll und ganz unterstützen. Ich ziehe die VR-Brille ab und bin wieder in der sicheren Realität. Wow. Manie zieht die VR-Brille ab und atmet tief durch. Sie sind wieder in der sicheren Realität, weit weg von der radioaktiven Gefahr des Tschernobyl-Reaktors, der nur ein virtuelles Abenteuer war. Ihre verschwitzten Hände zeigen, wie intensiv ihre virtuelle Überlebensmission war. Wow. Peanut, ich ziehe mir sofort einen Schutzanzug an und begebe mich in Behandlung und trinke Wodka. Mit schnellen Händen zieht Peanut einen Schutzanzug an, der sie vor der radioaktiven Strahlung schützt. Sie stürzen zur medizinischen Abteilung und trinken statt Wasser eine reichliche Menge an Wodka. Glaubt aber, dass rein wissenschaftlich ihre Rettung ist. Oh.
Obwohl ihre Methode unkonventionell ist, überleben sie die Nacht und erreichen den nächsten Morgen. Blinzeln im matten Licht und pfeifen ein Lied der Überlebenden. Oh. Ich habe nur zwei überlebt. Ah, super. Ja. So. Aber ich glaube, dann war's das für heute. Ja. Oh ja. Das Game kann man sich merken. Oh ja, definitiv kann man sich das merken. Das war super. Ja, vor allem, wenn man dann wirklich anfängt, sich selber eigene Szenarien auszudenken, ne? Oh ja. So, ich schaue noch ganz kurz. Das möchte ich mir gerne auflassen. Tavitsch.tv. Tavitsch.tv? Tavitsch.tv. Ich habe gerade eine Zahl, die nicht hinkommt, es sei denn, der hat gerade erst den Stream angemacht, weil Gronkh ist gerade live mit 390 Zuschauern und das kann definitiv nicht wahr sein. Ich habe aber gerade gar keinen, an den ich euch weiterleiten kann. Dann entlasse ich euch einfach so in den Feierabend für heute. Morgen früh geht es dann natürlich pünktlich weiter, deswegen können wir heute auch nicht so lange machen, weil ihr müsst ja morgen früh aufstehen, damit ihr wieder da seid. Genau. Und dann sag ich von meiner Seite tschüss, wünsche euch noch einen schönen Freitagabend, sauft nicht zu viel und dann bis morgen früh um 10. Jo, ich spiele jetzt noch eine Runde Entschraudet. Ach so, ja, wenn das so ist, dann kriegst du natürlich hier. Dann entlasse ich euch doch nicht, dann dürft ihr bei ihm noch zuschauen. Aber macht nicht zu lange, ihr müsst morgen früh pünktlich aufstehen. Genau. Alles klar, dann bis denn, bye bye. Bye. Oh Gott, so. Hast du was dagegen, wenn ich den Weberstuhl hole? Nö. Super. Oh, hallo. Willkommen in den Hallen des Untergangs. Was habt ihr denn Schönes gespielt? Are you fucking kidding me? Hey, das muss man immer fragen. Ah, aber das könnten... So. Oh, dies und das, okay. Ich habe schon angefangen, hier langsam die Halle des Schreckens fertig zu bauen. Wie man so dezent sieht. Und hier unten läuft jetzt die Kacke runter. Hast du keine Alerts drin? Hab ich die nicht gesehen. Doch, eigentlich habe ich Alerts drin. Okay, dann kann es daran liegen, dass mein Stream bei dir gemutet war. Warte. Doch, ich hab Alerts drinne. Okay, dann lag's an mir. Auch. So, ich muss jetzt noch eben zwei Clips erstellen, aber ich würde Kia jetzt auch schon mal verabschieden. Eine gute Nacht später wünschen. Danke, gleichfalls. Und dann dir viel Spaß morgen im Stream. Ja, danke. Ne? Wir sehen uns ja dann. Du bist ja mit Sicherheit auch schon ab 10 Uhr quasi dabei. Ja, muss ich mal gucken. Wahrscheinlich ja nicht. Ja, ich wollte heute auf jeden Fall nicht allzu lange machen. Muss nächste Woche auch wieder arbeiten, ne? Ja, genau deswegen. Okay, sorry, ich hab's gar nicht ausgesprochen. Schönen Abend noch, bye bye! Bye! Sterben für Anfänger, The Cock and Enshrouded. Oh ja! Mittlerweile schon bei 24. So. Aber ich habe da noch was Cooles hier für die Wände gefunden. Das will ich umsetzen.
Das kommt aber irgendwann später. Und zwar Fenster, die man einbauen könnte. Aber dafür brauchen wir noch andere Blöcke. So, die Idee ist jetzt, dass man bis hier runter baut und dann hier rüber geht. Aber das machen wir von hier oben an, so gesehen. Hier gemacht? Ah, okay. Oh. Also, Rechner läuft übrigens nur nicht so, wie er soll. Was macht er denn für Probleme? Nach wie vor mit dem BIOS oder irgendwas anderes?
dass sich das Single-Core-Overclocking abgeschaltet hat, hatte Cap die CPU bei 3,7 GHz. Damit ist er langsamer als mit meinem alten 3900. Den Power Supply auf Typical zu setzen war super. Das Netzteil kann die niedrigen Power Stats nicht verarbeiten und schaltet dann aus. Oh. Weil das Netzteil meint, der Rechner wäre aus. Was? Okay, das hört sich alles komplett absolut kacke an, muss ich einfach mal zugeben. Also, mein Experiment für Montag, Single-Core-Boost wieder einschalten und schauen, ob die Mühle läuft. Ja. Ist denn das Board, was du hast, auch für 5000er Prozessoren ausgelegt? Weil zum einen musst du ja zumindest alle Prozessoren, alle Mainboards updaten, wenn die was Neues dazu bekommen. Und ich weiß nicht, ob die wirklich alle Mainboards da mitmachen mit den neuen Prozessoren. Ja, oder CPU RMA kann ich auch nachvollziehen. Rock Daichi. Ja, okay, das sollte auf jeden Fall funktionieren mit neuesten BIOS. Hattest du da nochmal drauf geguckt? Nicht, dass die da explizit dazu geschrieben haben, dass sie das nicht machen.
Ja. Mach ich auch immer. Ist auf jeden Fall die richtige Sache, den FTPM abzuschalten. Oh, und dein Board hat dich drauf hingewiesen. Okay, das ist auch cool. Ich glaube, ich habe das noch nicht gesehen. 80... Ja, verdammt. Ja, wahrscheinlich hat er sich da irgendwas echt Vermurkstes eingefangen und jetzt braucht er halt ein bisschen. Aber das, irgendwie ist das trotzdem komisch. Hast du mal geguckt, ob bei, wie heißt es gleich noch, bei Microsoft nochmal extra ein Treiber-Update gemacht werden muss? Also, hier, wie heißt das? Dass von der AMD-Software her ein Treiber-Update für den Core gemacht werden muss? Was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, aber irgendwie, keine Ahnung, wäre so ein letzter Strohhalm. Ist das komisch. Weil ich kenne es halt von AMD wirklich jetzt, wirklich platt gesagt, null Einstellungen im BIOS müssen gemacht werden. Du kannst einfach Plug and Play und die CPU läuft super. Okay, ja, das habe ich nämlich auch gemacht. Das, ja, vielleicht ist es wirklich Pech gehabt und die, CPU hat einen Schuss weg. Verdammt. Okay, dann sinnlose Kacke nochmal von vorne. Ich habe mir die Software Driver Booster geholt. Die habe ich dann anschließend wieder deinstalliert, aber mit der habe ich mein System nach der Umstellung gescannt. Und die durchsucht einmal den kompletten PC nach Geräten und nimmt die Treibersignaturen davon oder Herstellersignaturen und durchsucht die eigene Datenbank nach aktuellen
Treibern dafür. Da gab es einen ganzen Haufen, den es auf dem Mainboard-Hersteller, auf der Seite des Mainboard-Herstellers nicht gab. Also vielleicht wäre das nochmal so eine Idee. Ich glaube, es gibt davon auch eine Free-Version. Ja, Chipset-Driver auf jeden Fall direkt von AMD, aber ich spreche jetzt zum Beispiel von, für deinen Grafikkartentreiber, ich spreche jetzt aber von den, von den Kleintreibern wie Audio Driver oder. Und du kannst auch direkt einfach auf den Link draufklicken. Du landest bei Intel und lädst von da runter. Also dafür habe ich es hauptsächlich genutzt, einfach um rauszufinden, zum einen welche, wie heißt das gleich noch, welche Treiber man hat und was man da braucht. Weil ich keine Lust hatte, überall rechts reinzugucken. Und ja. Also ich weiß nicht. Ich weiß also nicht genau, was ich bei mir verbaut habe für einen speziellen LAN-Treiber, LAN-Chip von Intel. Oder Broadcom. Ich habe auch ein halbes Jahr darauf verwendet, die Komponenten auszusuchen. Ja, okay. Also ich suche mir meistens eher nur das Motherboard aus, so dass es passt und guck dann nicht weiter. Ja, ich wüsste halt nicht, was drin ist. Was heißt, der ist profähig? Ah, okay. Nice. Also, bei mir ist zum Glück die Auswahl dieser ganzen Komponenten wahrscheinlich erstmal in weiter Ferne. Wir hatten ja da schon das... das Thema mit, ich müsste irgendwie nach und nach alles hier austauschen. Und deswegen wird wahrscheinlich erstmal nur Grafikkarte getauscht. Und dann geguckt, was vielleicht noch irgendwie getauscht werden sollte. So.
Wenn ich auch gefahren habe, alle Kühe runtergenommen und die Pets ausgetauscht, bevor das Wort das erste Mal in Betrieb ging. Das war 2019, ja. Ja, das habe ich auch gemacht. Die Pets aber unter den einzelnen Kühlkörpern nicht, aber bei den anderen Sachen hatte ich einmal geguckt. Aber ich hätte definitiv Bock, mir wieder einen PC zusammenzubauen. Naja, also wenn ich Komponenten aussuche für irgendwas, dann gucke ich auch vorher einmal zum Beispiel YouTube-Videos oder mir an, ne? Also Hardware-Berichte, Tests und, um zu gucken, dass das vernünftig ist, das Board oder der Arbeitsspeicher oder der Speicher oder. Und wenn da in dem Fall steht zum Beispiel, hey, die Grafikkarte ist super, die hat nur Probleme mit dem Kühler, Empfehlung der Redaktion und auch von mehreren wäre zum Beispiel dann, schraubt die einmal auseinander, holt euch folgende Kühlpads und wir konnten dadurch nochmal 5% mehr Leistung rausholen, dann würde ich das dann zum Beispiel machen. Oh, hier ist Lava. Oh Gott. Oh, Stufe 24. Was ich aber auch gemacht habe, bevor ich den neuen PC gekauft habe, war zum Beispiel die alten Komponenten bei dem Computer Building Simulator einzubauen und dann einmal zu testen und dann die neuen Komponenten auch zu testen, die ich nehmen will. Das hat auch zum Teil echt gut funktioniert. Oh, Wuka-Opfer-Hügel. Ich hab die Imkerpfeife. Nice.
Oh. So, hallo. Yeah, everything is wonderful. Hey, Zuschauer. Oh Gott. Lol. Oh nö. Verdammt. Naja. Nichts Schlimmes verloren gegangen. Ach so, doch, ich hatte reagiert. Dann nutze ich das Ding mit dem Ping. Ja, genau so ist es richtig. Ah, ich glaube, ich habe zu spät reagiert, weil die Kämpfe mich abgelenkt haben. Imkerpfeife erhalten. Dein Geschenk ist so süß. Verwenden wir die Imkerpfeife, um einen Honigbienenstock herzustellen. Wenn es Zeit für die Ernte ist, können wir etwas ganz Besonderes herstellen. Du magst hoffentlich glasierte Yucca. Ja, ja. Muss man die jetzt hier auch hin... Lol. Oh Gott, sind die groß. Wasser und Zucker? Woher bekommen wir denn Zucker? So, dann müssen wir jetzt zu äußersten Mitteln greifen, diesen Turm erklimmen, um von da aus weiterzureisen. Okay, hier ist nix.
Okay, da geht's nicht rein. Ups. Ah, okay, und dann komme ich hier von oben? Ja, okay. Gab's oben auch noch was? Ja, ich glaube ja. Ups. Das machen wir. Oh, Steine. Okay, ich wollte gerade sagen. Und wieder zurück. Oh, Bronze. Oh, Ziegel. Ah, noch ein Knopf. Ah, okay. Hier geht's weiter. Die Nomaden an Höhenbergen, die vergessenen Versprechen von Abenteuer und Reichtümern. Im unteren Teil befindet sich die Weiten, welche ein Jagdgebiet für die Verurteilten sind. Dort starren sie auf die gleißende Morgendämmerung über ihnen und zeichnen mit den Fingerspitzen die fernen goldenen Streifen des Morgenlichts nach. Genug wird immer unerreichbar bleiben. Nice. Oh. Ah, ich sollte erstmal nach Hause reisen und mal Sachen reparieren und.
Oh, das glaube ich sofort. Vor allem, was ein Abfuck. Und ich habe hunderte von Formular-Forum-Inhalte gelesen, alle mit WA-Errors. Das will man eigentlich doch gar nicht hören, oder? Und bei denen hätte ich ja jetzt im wahrsten Sinne des Wortes eher weniger erwartet, dass du die Probleme hast. Vor allem bei den X570. Nördliches Karawanenlager. Bitte benachrichtigen die Königin. Was? An Kommandant Sirius. Wo ist unsere Königin? Ich brauche dringend ihren Beistand. Als sie beschloss, unsere Karawane zu teilen, herrschte so viel Verwirrung und Chaos, dass mein jüngerer Bruder Gustav in die südliche Karawane versetzt wurde. Er mag wie ein erwachsener Mann aussehen, aber er hat den Verstand eines Kindes und lässt sich einfach verwirren. Ich hatte den Eindruck, dass er im Wagen hinter mir lag und schlief. Als wir aufwachten, musste ich feststellen, dass er weg war. Was wird Gustav nur ohne mich tun? Bitte, Kommandant Sirius, ich muss wieder mit Gustav zusammenfinden, bevor wir nach Rauenblick aufbrechen. Okay. Wobei, wer versucht auf den alten der Ruf auch da, oh. Ja, da hast du auch recht. No. Sonnentempel. Okay, nur Explosionsfässer. Ja, okay. So. Und wenn ich ein CPU dreimal RMA muss, um mich zu laufen bringen, sollte ich auch nachdenken, ob ich das ein guter Kauf war. Definitiv. Eigentlich kaufe ich mir ja extra so hochqualitative Produkte, um weniger Stress zu haben, oder? Yeah.
Gott. Falkenhelm. Nice. Drücken wir den Schalter. Okay. Okay, einen haben wir gedrückt und dann geht's hier weiter wahrscheinlich. Ja. Okay, damit haben wir den Bereich auch freigeschaltet. Und dann gucken wir mal hier. Ups. So, naja, ich gehe davon aus, dass ich eine B2 Stepping habe, also das beherrschbar wäre, was sollte das beherrschbar werden? Die Post ging bis ins Jahr 23, aber da liefen die CPU schon eine Weile. So, anschließend erst ab. Okay, ist ja richtig. Okay, das sagt mir jetzt gar nichts. Die wurden auch direkt oben. Oh Gott, ich dachte gerade, ich falle irgendwo runter. Okay, interessant. Okay, gut. Also ich muss sagen, ich hatte zum Glück echt immer Glück mit den CPUs. Aber ich habe auch genauso wie du echt lange drauf gewartet.
Und deswegen bin ich auch so irritiert. Weil bei mir war es wirklich, ich mache eben BIOS-Update. Okay, ab der Version ist das, hier, wie heißt das, ab Version XY ist das sofort kompatibel. Okay, BIOS-Update, Peng, lief, CPU reingedrückt, lief sofort. Deswegen, ja, bin ich halt so ein bisschen verwundert. Knochen im Sand. Das Ödland bringt viele Geheimnisse und keines davon ist mysteriöser als die riesigen Fossilien längst ausgestorbener Kreaturen. Ich habe schon viel über den Ursprung ihrer Spezies nachgedacht, aber dieses Ödland bietet keine Antworten. Fragt man die Einheimischen, sagen sie, dass die Knochen von den Göttern stammen, aber ich weiß, dass es nicht richtig ist. Ich habe Theorien, aber ich muss noch weitere Nachforschung anstellen. Ich habe da schon einen vielversprechenden Ort im Auge, Lorien Krim. Die 9000, so, Moment. So, und die Mikroweiche hat sich wohl auch Zeit gelassen, bis überhaupt kompatibel, so wie jetzt mit den 9000er Gen auch. Die 9000er laufen zum Beispiel unter Linux deutlich performanter. Ja, kann ich mir vorstellen, weil die gefühlt immer die Treiber bedeutend besser machen als Microsoft. Hab ich das Gefühl. Also die sind dann einfach viel, viel kompatibler rüberkommen. Die Sprungvorhersage in Linux ist eine andere. Ah. Okay. Und Windows schneidet der 9000er die, also, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Deswegen, ja. Aber ist zum Glück alles nur weit entfernte Zukunftsmusik für mich. Obwohl ich schon vorher echt Bock drauf hätte. Gott sei Dank. Okay, bis gleich.
MS blau gefärbt ist ja ein offenes Geheimnis. Ja. Ah. Na. Oh. Leider nichts Gutes. Wuka-Schlucht. Okay, was? Oh. Ja. Willkommen zurück. Oh, das hört sich hier echt nicht. Wow.
Moment. So, hier muss ich safe sein. Ja. So, naja, jedenfalls werde ich die Single Core wieder einschalten. Heute mal kurz Prim angerissen auf alle Kerne, alles gut. Und das Thermal-Budget war mehr als ausreichend. Ja, dann drücke ich dir die Daumen. Das Einzige, was ich vielleicht noch machen würde, wäre irgendwie irgendein Benchmark-Tool oder sowas runterladen. Vielleicht nicht unbedingt Prim. Prim ist eine gute Aussage, finde ich, aber ich würde dann zum Beispiel noch, wo auch aktiv die Grafikkarte mit belastet wird. Oh. Webstuhl. Und ein Spinnrad. Gott. Dahin müssen wir. So. Jedenfalls will ich so. So, das Spinnrad. Flammblut, du arbeitest jeden Tag so unermüdlich, dass du auf Minuten, Stunden und Stunden Tage werden. Benutze ein Spinnrad, um mal Weme von Leinen und Garn effektiver zu werden. Der Schreiner weiß, wie man das herstellt. Oh. So, ich wette derzeit, dass es nur am alten Netzteil liegt. Das habe ich aber durch die Einschneider auf typisch gefangen. NMS lief gestern. Okay. Was für ein Netzteil hast du denn? Dass es als alt deklariert wird. Was ist denn hier neu dazugekommen? Oh. Ein Be Quiet von technisch. Das sollte eigentlich aber kein Problem darstellen. Bin ich der Meinung.
Also, aber das ist komisch. Also wirklich, ich finde es sehr komisch. Banner. Okay. It's easy if you keep practicing. Come back soon. Oh, es gibt einen Teppich. Oh, es gibt Polsterung, Leinenstoff. Oh Gott. Okay, dann brauchen wir noch mehr Leinen. So. Oh Gott. Da gab es tiefe. War aber das. Die Technik für das tiefe Parken der Kenne kam. Ah. Okay. Okay, okay, okay. Dann verstehe ich das. Dann hat das nämlich mein Chor wahrscheinlich noch nicht. Obwohl, den habe ich eigentlich. Okay, ich weiß es nicht. Haha. So, damit dann hat dein Netzteil auch ein Deep State Technik und ein verbesserter Korb. Ja, gehe ich dann davon aus. Erheblich jünger. Ich bin mir da wirklich unsicher. Aber das kann ich dir gerade aus dem Kopf nicht sagen.
So, mit einer neuen Krage werde ich auch einen neuen Netzteil brauchen. Oh ja. So. Full Modular, Low Profile, Flatback Kabel, Continuous Output, Operation Environment, Low Ripple, Extreme Strict Voltage Regulation, Intel und Tough Power Grant, okay. Ja, okay, steht hier nicht drauf. Oh Gott. Extreme Voltage Regulations. Ja, ich gebe vielleicht das. Ah, wir können endlich. Nice. Dann können wir große Tränke herstellen. So, und müssen wir jetzt warten, bis das alles fertig ist. So. Hey. Na. No. Okay, kleinen Mond. Also das mit dem Kackeloch war echt eine Kackidee, im wahrsten Sinne des Wortes.
Oh. Wieso bin ich denn hier tiefer? Oh. Okay, damit hat das gut funktioniert. Okay. Dann müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie Fackeln anbringen oder sowas. 599 für eine bald alte Karte. Was für eine Karte denn? Okay, das ist aber schon eine nice Karte, würde ich sagen. Aber ja, die ist bald veraltet. Da wüsste ich jetzt nicht, ob ich dann doch eher vielleicht noch ein bisschen warten würde. Die neuen
Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird richtig schön dauern. Oh, sorry. So, die 4070 Ti Super geht ab 800 los und wir reden von einer Mid-Range-Kraker. Die neue AMD-Kraker kommt bald mit deutlich verbessertem Raytracing. Ein Vorgeschmack gibt es schon in dem neuen MI 300 für KI. Ja. Ich bin wirklich, wirklich gespannt auf die Geschichte mit den 5000er Serien. Wie gut das wird. Nee, das passt nicht. Oh Gott. Wow, als ob ich das geplant hätte.
Okay, jetzt ist viel zu dunkel. Jetzt sieht man ja gar nichts mehr. So, oh mein Gott. So, hab es eh verschoben. Man konzentriert sich auf die KI-Beschleuniger. 168% Marge aktuell. Derzeit. Consumer Grakas interessieren Nvidia derzeit nicht. Ja. Naja, die nehmen das aber als passives Einkommen und nutzen die, so wie ich das verstanden habe, stellen die einen ganzen Haufen Wafer her mit den Graka-Chips drauf für die KI-Prozessoren und nehmen dann die schlechteren davon und packen die in die Consumer-Karten. Und so können sie dann so gesehen ihre Abfallprodukte für die Industrie noch weiter verkaufen. Ja, das kann ich mir eher vorstellen, dass TMC da Probleme macht. Okay, dann gucken wir von oben. Gott, oh Gott, oh Gott. Das
Das sieht richtig, richtig cool aus, auch wie tief das runtergeht. So, dann suchen wir uns noch eben Erde. So, Consumer Cracker kosten Erde, das wäre dann inkohärentes Karten und damit Schrott. Das weiß nie, wie die sich verhalten werden. Soweit ich weiß, das ist jetzt, oh sorry, ein bisschen Hörensagen, so hatte ich das verstanden. Die produzieren die Chips und die werden dann getestet. Und die besten davon, von den Chips, werden zum Beispiel für die KI-Prozessoren verwendet. Und wenn dann bei einem Chip zum Beispiel ein Core defekt ist, ist das dann, wird dann, werden dann noch drei weitere Cores drauf deaktiviert. Und für was weiteres dann verwendet, für was anderes, für eine andere Grafikkartengeneration oder sowas. Aber da bin ich mir unsicher. Was wollte ich denn jetzt tun? Effekte kannst du nicht prüfen, weil ja, also, na, wie gesagt, das ist so Hörensagen. Aber die ganze KI-Kacke brauche ich nicht. Okay, super.
Damit werden sie auch den Ausschuss los. Ja, das glaube ich nämlich auch. Also, ja. Und die Seifenblase muss erstmal platzen. Ja, ich weiß nicht, ob die platzen wird. KI-technisch vielleicht eher weniger. Ich glaube aber, dass das überall drinne sein muss, das wird platzen. Das heißt, es wird wieder für vernünftige Sachen eingesetzt und nicht für, wie jetzt wir heute zum Beispiel das mit Death by AI oder sowas, ne? Ja. Oh, ich mach mal hier eben. Den Flachs. Und hier auch nochmal Flachs. Ja, also ChatGPT ist zwar ganz nice und alles, ne, aber die großen Einsatzmöglichkeiten fehlen ja wirklich. Also, mal gucken, was da noch so auf uns zukommt. So, wie viele? Acht. Eins, sechs, sechs, acht, vier, zwölf, 14. Oh mein Gott. Ja, der Home-User-Bereich ist wirklich fraglich. Und vor allem, da könnte man das ja wirklich effizienter machen, indem du das Ganze wirklich dann rein im Rechenzentrum nur noch laufen lässt, die KI-Sachen. Die dann auch effizienter arbeiten, als wenn du so eine, so gesehen, so eine blöde Consumer-Karte dafür dann hast.
So, wie weit ragt das denn oben raus? Gar nicht, geil. Okay, das passt. Und OpenGP, ja, das glaube ich leider auch. Anders könnte ich mir das jetzt auch nicht erklären. Das waren doch die, die sich Elon angeschlossen haben, oder?
Oh, Microsoft hat sich eingekauft. Mm. Ja, dann wird das wirklich alles sehr fragwürdig. Ups.
So, oh mein Gott, unter anderem und die erste Klage schon wegen der Urheberrechte. KI muss ja trainiert werden, würde mich zum Beispiel nicht wundern, wenn die KI in den Spielen sich durch User trainiert. Dafür reicht ja dann eine simple Wahrscheinlichkeitsrechnung aus, um die Abstraktionsebene zu trainieren, mindestens. Ja, also, das gab es ja schon, dass die KI in Spielen anhand des Spielers gelernt hat, wie der wahrscheinlich reagieren wird und hat dann anhand dessen seine Bewegungen berechnet. Aber halt relativ simpel. Ich glaube, auch aufgebohrt trifft es richtig gut. Oh Gott. Wo bleibt die Ethik? Und da man Asimov nicht gefolgt ist, ist die drei Gesetze, war ja hinderlich. Ja. Was ich aber auch zum Teil wirklich schlimm finde, ist die Sache mit dem okay.
Alter. Ah. Alter. So, oh, sorry. Oh Gott, so Asimov, da geht ja übel, geht es einem üblen Weg. Es gibt ja schon ein Beispiel für enthemmte KI, da hat man der KI eine Belohnung spendiert und ohne ethischen Ballast in eine virtuelle Umgebung getestet. Die KI wurde für jeden Kill belohnt, aber den Befehl zum Abschuss gab ein Mensch als Partner. Da hat die KI den Partner gekillt, als der ein paar Mal der KI die Belohnung verweigert hat. Das endet wie Skynet. Hört sich leider so an.
Hehe. Das ragt nicht raus, das ist schon mal. Gott. Oh, oh, so, keine Partner. So, das wird's gehen. Und dann ging es um eine simple Drohne, die. Beziehungsweise die Steuerung derselben. Okay. Und dann über KI wird da, werden dann Entscheidungen getroffen und die laufen über ein Belohnungssystem. Auf jeden Fall sehr interessant das Thema. Verdammt. Oha.
So, man wollte eine KI erschaffen, die selbstständig tätig wird und einen Freund-Feind-Erkennung lernt. Oh, what the fuck. Naja, und dann weiß man ja noch nicht mal, was das US-Militär so alles noch macht, ne? So, das waren die... Oh, ja, war ja klar. Und das ist nur das, was öffentlich geworden ist, ne? So. So, das war ja nun gut. Für mich war es Zeit. Ich wünsche dir noch eine schöne Stream und eine gute Nacht später. Ein Giant Key zu erziehen ist nie eine gute Idee. Also bis morgen. Ja, ich werde jetzt auch gleich Feierabend machen. Ich wünsche dir einen schönen Abend, eine gute Nacht. Danke fürs Dabeisein. Und dann, ja, hören wir uns morgen. Hören und sehen wir uns morgen. So, dann gucken wir noch mal eben, ob wir hier Teer haben.
So. Okay, dann gucken wir mal hier oben. Verdammt. Ja, also ich würde sagen, für heute war es das dann erstmal. Wir sind richtig, richtig gut weitergekommen.
Die Frage ist nur, wie groß wir die Gruft bauen wollen. Vielleicht müssen wir wirklich bis hier hinten irgendwo gehen oder so. Da muss man einfach mal gucken. Weil... So sieht das schon recht geil aus. So, dann geht's hier runter. Tür geht auf. Dann machen wir noch eine Treppe nach unten. Ja, ich glaube, das wird ganz cool aussehen. Aber für heute würde ich sagen, war es das dann wirklich. Vielleicht machen wir morgen hier weiter. Und gucken mal, dass wir hier einen ganzen Haufen Polsterung anfertigen, sodass wir nach und nach die Rüstung bauen können. Das heißt, wir bauen und machen hier Polsterung, sodass wir nach und nach wirklich hiermit weitermachen können. Also wünsche ich euch einen schönen Abend, eine entspannte Nacht dann gleich, eine gute Nacht und dann bis morgen. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.